Tja, guten Morgen. Ja. Heute ist Mittwoch, 9 Uhr muss ich definitiv hier sein. Jetzt ist es 8 Uhr. Ich komme mit den Uhrumstellungen nicht zurecht. Ja, ist ja richtig. 7 Uhr 57. Muss eine Stunde abbrechen. Oder? Ich weiß es nicht. Fakt ist, es ist ja sehr schön. Es ist alles ganz toll. Ich brauche schon wieder was davon. Weil jetzt auch die Fassade beschmiert wurde. Also irgendwie kriege ich langsam die Krise. Ich weiß nicht, was mit dem Haus hier los ist. Und dann auch noch großflächig. Also, Mann, ey, ich muss aber weg. Ich muss definitiv weg. Lackieren eben mal. Die Wichser brauchen ja gar nicht anfangen auf der Straßenseite. Die andere Straßenseite sieht ja schon schlimm aus, aber hier brauchen sie auf der Seite nicht ab. Durch mal die andere Straßenseite an, wie das aussieht. Ist doch nicht schön. Mach ich weg. Ruckzuck ist das weg. Geh mir so auf die Nerven. Muss weg, weg, weg. Ja, also hole ich mir wieder eine Bottich Farbe. Und werdet überlackieren, dann ist einfach weil das sieht ja nicht so. Wisst ihr, warum die jetzt das anschmieren? Weil die Räder nicht mehr da stehen. Jetzt stehen die Räder nicht mehr. Die kommen jetzt ran. Die Räder stehen nicht mehr da. Deswegen machen sie jetzt so einen Scheiß, ey. Ja, fahr ich jetzt gleich ins Bauhaus kurz. Bin um 9 Uhr wieder hier. Ich fahre jetzt ins Bauhaus und hole Farbe. Kommt keiner mehr. Total bescheuert. Dupli, hallo. Basic, ich hab's. Zweimal Universalgrundierung. Das ist nicht schlecht, dann kann man immer wieder drüber lackieren. Ja, da wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Wenn das hier zum Sport wird für die Jungs. Jetzt, wo Winter ist, hat man nicht öfter. Wir hatten das im letzten Jahr auch. Da stehen die Räder halt nicht vor der Wand. Also wird anlackiert. Ist total bescheuert. Also man muss quasi was vor die Wand stellen. Das haben sie ja gegenüber von uns auch gemacht. Da haben sie Blumen vor die Wand gestellt. So Blumentöpfe und so weiter alles. Und da wird ohne mehr lackiert. Ne? Aber bei uns stehen halt normalerweise meine Räder davor, die Mieträder. Und dann ist das auch in Ordnung. So ist das. So, und natürlich lag auch noch eine Holzschublade vorm Laden. Die musste natürlich auch noch weg. Die kann ich ohne liegen lassen. Die zerlege ich jetzt. Bin schon am Zerschrauben. Ja, und dann kann man ja wenigstens, kann man es verheizen. Ja, hier, Holz. Wenn man das auseinanderschraubt, ist die schon gar nicht mehr so groß. Und dann kann man sie verheizen. Deswegen nehme ich sie drin. Ansonsten ist das natürlich auch wieder so ein Ding, warum wird das rausgestellt und nicht selbst entsorgt? Naja. Der Tommy macht das schon, das wissen die anscheinend jetzt alle mittlerweile. Der Tommy kümmert sich schon drum, dass das wegkommt. Das ist kein Problem, macht der Tommy. Mach ich auch, weil ich nicht will, dass das so scheiße aussieht hier draußen. Ganz einfach. Ah, meine Katze. Sitzt oben im Fenster, Kratzbaum, was? Oder fängt die an zu kotzen? Boah, die ganze Kammer dort, den Kratzbaum, das Fenster, alle in die Heizung, den vor. Wie Springbrunnen. Daraufhin habe ich den Baum genommen, rausgeworfen aus dem Fenster. Den Vorhang abgenommen. Oh Gott. Ist das glitschig. Den Vorhang abgenommen, das ganze Klüppelzeug, was da vom Essen drin war, halt ist weg. Oh Gott. Das Ding chemisch gereinigt, alle direkt in die Wasche. Ich habe das nicht mehr gewaschen. Hybrid, Manu. Humanoid. Kani. Wie auch immer. Oh. Ich muss
Was sehen wir heute noch ins Kino? Ich weiß nicht, heute noch ins Kino. Das Gladius. 10.01 Uhr. Jetzt erwartet mich meine Familie gerade zum Frühstück. Das ist eklig, das ist total. Das macht das Hof, ey. Jeder zum Frühstück. Dann wechsle ich das hier schnell aus. Hast du ein Ding, der dauert, wenn der später kam? Da muss ich das ja noch wieder einräumen hier. Jo. Muss man aber lösen oder kann man das einfach ausziehen? Ich hab das vergessen. Ich bin drin, ja, Radmuttern komplett ab. Das ist klar. Hier ist der Konstrukt, also das Licht zeigt schon. Letztes Mal, hat sich dich hier vertreten, dann habe ich das gemacht. Licht schon ab. Ozean, eigentlich wird die einfach nur. Ozean. Dann nimmst du mal kurz. Oh, Herrgott! Soll ich mir die hinhalten? Aber um 10 bist du da zum Essen, ja? Ja. Ja, das war eine Frage. Hab ich gesagt, ja. Na dann erwarte ich dich um 10 zum Essen. Ja. Na wenigstens habe ich das jetzt schon überlackiert einmal. Nur noch einmal lackieren. Achso, hier. Du darfst gerne, hier. Mann! Ja, okay, ich geh mal ganz kurz hoch, frühstücken. Wenn jetzt, warte mal. Wie machen wir das jetzt? Ach, Carsten kommt ja bestimmt nochmal hoch, oder? Ansonsten. Ich lasse dir den Schlüssel hier. Kannst danach entweder kurz hochkommen. Darfst mit frühstücken. Ist das dein Angebot? Aber es ist sehr... Das ist doch familiär. Herzlich. Denk dran, das muss drin in die Führung. Ja. Dieser Hebel, der muss drin in die Führung. Ja, wieder genau. Hier. Ja, das nicht vergessen. Ja. Und das ist ja klar. So, das ist ja nicht verdrehen. Ja. Und erst hängst du beim... Das machst du andersrum. Erst hängst du den ein. Ja. Dann ziehst du an den nach oben und hängst den ein. Dann ist es dann einfach andersrum. Genau, hast du ein bisschen mehr Kraft gefunden. Genau, ja. Andersrum geht es kaum. Ja. Danke, Dennis. Ja, sehr nett von dir. Danke, danke. Ah. Ich leg das hier hin, ja? Jo, alles klar. Schon wieder alle drin? Nö, nö. Einmal. Na, ich hab das erst unten ausgehandelt, weil das eigentlich haben wir das Ding doch einfacher als oben. Ja, aber das ist von außen dran. Ach so! Ah, dann müssen wir das Ganze nochmal zurück machen. Ja. Jetzt rollt es so einfacher. Muss ja mal gerade laufen. Naja.
haben wir schon. Also sowas finden wir ja. Dann bauen wir uns eine improvisierte 5-Sterne-Küche. Also ich muss noch mal ganz kurz zeigen, was ich gemacht habe hier. Erstmal vorgestrichen. Ich muss noch einmal filmen. Für den Führer. Ja, hier hat es noch ganz schön geschmiert, ey. Muss man noch mal drüber. Was stand denn da dran? T. So in etwa. Ja. Auf jeden Fall was sehr Kreatives. Naja, eben nicht Kreatives. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Der Wunder kommt da drüber. Hey, der Wunder. Ich glaube, Hans ist da. Hans ist hier. Also. Aber also hier in Berlin, sobald hier vorbeikommt, das weiß ich nicht. Also wahrscheinlich wird er irgendwie vorbeikommen. Er hat bestimmt 2-3 Sachen zu klären. Bestimmt. Auf zum Kino. Naja. Der erste Anstrich geht das. Ja, jetzt geht's zum Kino. Das ist ein Geburtstag. Und das ist ein Geburtstag? Was von Elsa. Elsa hat Geburtstag, hat Lungen gesagt. Ja. Was, hast du Elsa bei? Ja. Sie will Lecker. Ich habe nur Apfel dabei. Können wir machen, Hauptsache wir müssen nicht bezahlen für sie extra. Naja, gut. Jetzt wird es langsam viel hier. Ich habe mir ein bisschen zu viel Zeug hier abgestellt. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch keine Müllablage. Jetzt steht das Ding ohne da. Also ich weiß nicht, irgendwie wollen die mich alle ärgern. Habe ich so den Eindruck. Zerlege ich jetzt auch nochmal. Ist ja auch Holz. Aber ich brauch sowas nicht. Also stellt mir das nicht vor die Tür, bitte. Irgendein Quatsch. Ich brauche es nicht. Mann.